Ich sollte sowas nicht machen. Sie macht es wieder. Ich sollte sowas nicht machen. Und sie macht's wieder, Alter. Moin! Wolltet ihr auch schon mal ein komisches Hentai-Spiel spielen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich spiele heute My Cute Führer und ich weiß absolut nicht, was ich da erwarten kann. Und by the way, dieses Spiel ist auch das erste Spiel, beziehungsweise ist so der Anfang der ersten Folge meines neuen Formates, wo ich crappige oder sehr random unbekannte Steam-Spiele austeste. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe auf jeden Fall auch für ein paar Folgen vorgesorgt und da könnt ihr ruhig gespannt sein, weil holy shit, Alter, es gibt viel Scheiße auf Steam. Es ist krank, es ist krank. Auf jeden Fall, hier haben wir My Cute Führer. Es ist, Digi, was ist das? Man muss sich alleine mal das hier geben. Was zum Teufel, wie das aussieht allein. Aber Hauptsache, hier erstmal als Tag Nacktheit, Hentai und nicht jugendfrei und natürlich NSFW. Auf jeden Fall, das spielen wir heute. Ich habe keine Ahnung warum. By the way, das hat mich 1,59 gekostet. Sogar ohne Sale, beziehungsweise ohne Rabatt. Wenn das jetzt nicht gut ist, dann kritisch, Alter. Dann habe ich wenig Hoffnung an die Welt, Alter. Das muss ich wirklich mal sagen. Geil, Alter. Man kann hier nur die Fastest als Grafikeinstellung auswählen. Let's go. Aber man muss... Oh, German, nice! Oh, nice, Alter. Weil ihr müsst wissen, bei sehr vielen random Games auf Steam, wenn man da eine andere Sprache einstellt, außer jetzt Russisch, außer jetzt Englisch, dann ist es meistens so oder sehr oft so, dass beschissene Sachen reinkommen. Beziehungsweise so Google-Übersetzer-Shit. Ja, moin. Da hatte ich erstmal schön nicht die Musik an. Let's go, Pfeifert. Alter, diese Schriftart. Was? Galerie? Okay, wichtig. Und Girls Mode. Was ist Girls Mode? Und wie die Boobs so pulsieren, Alter. Die werden klein und größer. What the fuck? Ist das ein Penis oder was? ich habe auf Deutsch gestellt. Es ist Englisch. Okay, es ist hart zu glauben, aber ich bin ein Zeitreisender. Meine Aufgabe ist es, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Und dafür muss ich etwas Unglaubliches schaffen. Ich muss den Führer neutralisieren. Aber wie es aussieht, ist der Führer ein süßes Mädchen, was? Sieht so aus, als müsste ich mich mit ihr befreunden. Bro, gerade studiert sie Kunst und versucht in das, in die Wiener Akademie für Kunst reinzukommen. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, wird sie neben mir sitzen und das in ein paar Sekunden. Hi. Digi, holy shit, Bruder. Hi. Digi, die heißt einfach so. Ich werde so in die Hölle kommen. Lass mich mein neues Bild dir zeigen. Ey, Real Talk, das sieht gut aus. Das Level hat 3 Stufen. Du musst die 3. Stufe erreichen, um die Aufgabe zu erfüllen. Wahrscheinlich wird das dieses klassische... Ja, das ist so ein Shit, Alter. Ey, Bro. Ey, das ist das gleiche wie in Mirror. By the way, wer Mirror nicht kennt, das ist ein Hentai-Game. Und generell sind Hentai-Games immer basically so aufgebaut. Irgendwelche Items machen irgendwelchen Shit. Wir müssen sie besiegen und ja. Und warum sieht das Dynamit hier aus wie so eine Wurst? Beautiful Legs Achievement. Was ist das für ein Achievement? Ich lösch mich. Als sie die Konversation startet, war ich so da drin hineingesogen. Sie hat mir über sich erzählt, über ihre Hobbys, ihre Liebe für Kunst und das Malen. Ich bin gut, oder? Ich liebe es, Architektur zu zeichnen. Bro, jetzt schon wieder so ein Boss-Shit. Okay, wieder die Bockwürste hier. Aber ich muss sagen, das ist ein bisschen low. Also der Shit, dieser Gameplay-Part. Ja gut, to be honest, wenn ein Hentai-Game kauft, wen juckt ein Gameplay-Part? Das ist hart zuzugeben, aber ich denke, dass ich in Liebe mit dem Führer kommen werde. Oder dass ich mich in den Führer verlieben werde. Digi, was ist das? Am nächsten Tag kam ich zum gleichen Platz, um sie nochmal zu sehen. Yo! Bro, was ist das? Junge, diese Flagge. Du hast eine sehr nice Uniform, Bro, Alter. Danke, ich mag es auch. Besonders mit dem süßen Band, Alter. Was zum Teufel, was ist das hier? Ich habe es gestern genossen. Du bist eine gute Person, mit der man reden kann. Niemand hat jemals so viel Zeit für meine Kunst aufgedingst, ja. Ich möchte mein Leben der Kunst widmen. Natürlich nach dem Einnehmen von Polen, Bro.
What? Also Real Talk, diese Lo-Fi-Musik, really good idea, Alter. Das fühle ich übelst. Erinnerst du dich, wie ich dir meine Gemälde gezeigt habe? Du sagtest, dass du also sie liebst. Aber das ist nicht mein einziges Hobby. Bro, ich hab Angst. Ich hab einen super kranken Omega-5-Fat-Plan, Alter. Und ich brauche deine Hilfe. Beziehungsweise ich brauche Hilfe, um ihn in die Realität umzusetzen. Ich bin sicher, dass du mir damit helfen möchtest. Komm schon. Komm schnell zu meinem Haus. Ich möchte dir etwas zeigen. Das wird mein finaler Plan sein. Das Ding ist halt, was ist denn das bitte für eine Story, Alter? Wir waifun, also den schlimmsten Mann, den Österreich je hervorgebracht hat. Und ich meine diesmal nicht KS-Freak oder Chaos-Flo, Alter. Sie teilte einen Raum mit ihrem Freund. Weck einfach nicht Helga auf. Sie hasst es, unterbrochen oder gestört zu werden. Einfach Helga, so englischer Satz, obwohl ich das by the way auf Deutsch gestellt habe und dann so Helga. Auf dem anderen Bett war eine schöne blonde Frau mit einem attraktiven Körper. Helga grüßen oder auf den Stuhl sitzen. Wir sollen sie eigentlich nicht dingsen, aber ich würde gerne schon Helga sehen, to be honest. Oh, wow! Bro! Okay. Warum hast du mich geweckt, Süßer? Good decision, good decision. Manchmal müssen Opfer gebracht werden und hier war das Opfer nicht unbedingt ich, lol. Sondern, dass sie einfach geweckt werden musste. Lol. What the fuck? Ich fühle mich geehrt, dass wir schon so krank uns befreundet haben, yo. Aber ich hab dich nicht dafür nach Hause eingeladen. Okay, Bro. Okay, könntest du dich bitte nicht von Helgas und meinem Aussehen ablenken lassen? Wir haben wichtigere Sachen zu bereden. Wir müssen unserem Land helfen, so als wäre es der Phönix. Unser Land soll von der Asche auferstehen. Bro, what the actual fuck, man. Ich denke, das war ein bisschen zu viel. Wie auch immer, Germany wird gerettet, sicher. Aber genau danach werden wir Polen und Österreich einnehmen. Bruder, was? Du bist ein unglaublich hübscher Mann. Aber diese Dinge sind nicht so wichtig. Hey, Bro! Doch, Sex wichtig, Titten wichtig. Okay. Aber wir sollten nicht Helga wecken oder sie möchte bei uns mitmachen. Bro, okay, gute Richtung. Was? Mach es jetzt härter. Business später. Obwohl wir nicht mal das gemacht haben, was wir vorhatten. Komm, lass uns morgen treffen. Digi, was kommt da raus? Alle Anzeigen, alle Errungenschaften. Was kommt da raus? Cutie. Achso, Buchstaben. Okay, Buchstaben kommen einfach Cutie raus. Okay. Ich wollte so gern wissen, was sie vorhatte. Und nebenbei könnte ich auch noch so nahen Kontakt haben mit so schönen Frauen. Yo, Alter. Digi, ihre Titten pochen auch so. Nach gestern musst du mich jetzt heiraten, Bro, was? Aber wie du sehen kannst, der Führer ist noch nicht zurück. So, ich denke, du und ich müssen etwas in der Zwischenzeit machen. Digi, ist das hier das Ballern? Ich kann echt nicht erklären, warum das da so viel Spaß macht. Ja, nochmal, Mann, die süchtige Brudi. Ich hoffe, wir haben so irgendwie Zeit, noch Spaß zu haben, bevor der Führer kommt. Sie ist so powerful und beeinflussend. Ich kann nicht ihren schlechten Gefühlen standhalten. Ich bin ein Reichskommissar. Ich sollte sowas nicht machen. Sie macht es wieder. Ich sollte sowas nicht machen. Und sie macht's wieder, Alter. Ja, Mann, heute bin ich mal wieder zum Fluss gegangen. Ja, Mann, die Schiffe schwammen. Yeah. Es ist so peinlich, dass ich mit meinen Knien vor dir stehe. Aber ich möchte es so. Wenn der Führer mich in so einer Lage sehe, wäre es so peinlich und komisch. Was passiert hier? Helga, hast du gar keine Schande? Repräsentierst all unsere Leute. Wie kannst du auf deinen Knien sein? Und das vor so einem geilen, smarten, großschwänzigen, jungen Typen. Jo, sie macht nochmal was, Bruder. Ihr ist es einfach scheißegal, dass jetzt ihre Chefin reingekommen ist. Ich möchte auf meinen Knie sein. Und das neben Helga. Komm schon, schneller. Bro. Ich dachte, die wäre erstmal so übel zum Rage-Mode, aber anscheinend nicht. Es ist wirklich hart, sowas zu widerstehen. Es fühlt sich so an, als würde ich die Kontrolle über meinen ganzen Körper und über meine Gedanken verlieren.
Das letzte Mal, wo ich dieses Gefühl gefühlt habe, war es Münchner Putsch. Was zum Teufel? Ich hatte so viel Spaß mit meinen Freunden. Bro, was zum Teufel? Die Dialoge sind so gefüllt zwischen so übelsten Notgeil, sexy und dann so Weirdness. Einfach wenn man Hitler ficken will, Alter, you are down bad on another level, Alter. Das Ding ist halt, das Spiel ist irgendwie richtig relaxing, so mit dem Gameplay und der Lo-Fi-Musik. Es ist so dumm. Also ganz ehrlich, holy shit, also dafür hat sich der 144-Hertz-Monitor gelohnt. Ich dachte, dass ich, Helga, die war, welche Leute manipuliert. Aber du Meister, Junge, Meister, machst es ohne ein Wort zu sagen. Digi, Alter, dann... Das Ding ist halt, die sieht ganz geil aus, aber dann kommt sie halt mit diesen, was sagen wir mal, in echt eher so die Meinung war. Digi, und das ist dann halt wieder fucking disgusting. Besonders, I mean, ich bin behindert, Digi, ich wär probably dead gewesen. Okay, nun lass uns über das extrem wichtige Business sprechen. Hier sind unsere Pläne. Alle sind in der Endstufe angekommen. Wir brauchen nur einen letzten Step. Hilf uns bitte. Was? Oh, Diggi. Eine, och nein. Bro, build a secret base in Antarktika. Mann, das ist doch auch wieder mit so einer Verschwörungstheorie, Alter. Invade Poland. Eine geheime Mutbasis. Ich bin stolz darauf, dass du diese Variante ausgewählt hast. Helga und ich arbeiten da schon lange dran. Das ist einfach unglaublich. Du hast die richtige Auswahl getroffen. Okay, ich habe nicht Polen gedrückt, aber sie sagt richtige Auswahl. Okay. So, Leute, das war's dann, denke ich mal, mit diesem Video. Beziehungsweise noch nicht ganz, weil wir sind hier bei Stufe 27, beziehungsweise Ebene 27 von Tag 2. Und ich denke mal, vielleicht... Ihr könnt es ja auch in den Kommentaren schreiben, falls ihr es wollt. Oder auch das Video liken, damit... dann sehe ich natürlich auch, ob ihr das sehen wollt. Nämlich, dann würde ich, falls ich das nochmal spielen sollte und nochmal hochladen sollte, dann würde ich auf jeden Fall die restlichen Level machen, weil ich, ganz ehrlich, ich will wissen, was da passiert. Und by the way, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mehr so welcher Trash-Games sehen wollt oder auf jeden Fall so welcher Games, dann schreibt es in die Kommentare. Vergesst by the way nicht zu abonnieren und zu liken. Folgt mir natürlich auf meinem Twitch-Account. Das streame ich zurzeit leider nicht wegen meinem Internet. Aber falls ich da wieder streamen sollte und mein Internet geht, dann werdet ihr dann natürlich benachrichtigt, weil ihr dann eine Benachrichtigung bekommt, lol. Und folgt mir auf mein Instagram, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, eine Boner bekommen wollt. Und natürlich followt auch, beziehungsweise tretet auch meinen Discord-Kanal bei. Ja. Yeah. Und damit würde ich immer sagen, ciao.